Eine wunderschöne gute Abend, mein Lieber, und willkommen zu meiner neuen Video von mir. Und ja, heute ist natürlich Donnerstag, ja, heute ist der 12. November 2020, ja, bis 20:54 Uhr. Und zwar, Rockstar Games hat heute auf den Newswire bestätigt, dass ein neues GTA Online-Update erscheinen wird. Ein Release-Termin gibt es zwar noch nicht, aber wir werden in den nächsten Tagen und nächste Woche oder vielleicht eine Woche einen Release-Termin zu finden, also ein Release-Datum. Und zwar Rockstar Games hat es zwar am Donnerstag heute bestätigt, der heißt Challenge. Oh mein Gott. Also Rockstar Games hat es zwar bestätigt, und der war heute nämlich Donnerstag ist, und Rockstar Games hat es auch zwar geschrieben. Also Rockstar Games hat geschrieben, die heiß Herausforderung. Um sich auf die bevorstehende Veröffentlichung der nächsten Entwicklungsstufe des Heist Gameplays vorzubereiten, hat die GTA-Community die Chance, besondere Beute zu machen. Spielt in den nächsten 7 Tagen jedes beliebige Heist-Finale, um als Community über 100 Milliarden GTA-Dollar zu stehlen. Jedes Heist-Finale trägt zur Gesamtsumme bei, vom Fensterüberfall über die Datenleck-Situation bis hin zum The Diamond Casino Heist. Wenn alle zusammen helfen, um das Ziel bis zum 18. November erreicht wird, also nächste Woche Mittwoch, belohnen wird die gesamte Community mit einem besonderen neuen Fahrzeug, das im Dezember für begrenzte Zeit gratis erhältlich sein wird. Alle Teilnehmer an den Heiß-Herausforderungen erhalten außerdem einen zusätzlichen Bonus, ein besonderes Ehre abzeichnet für ihre Anstrengungen. Trommelt eure Crew zusammen, plant eure Operation und haltet die Augen nach Updates offen, um den Spielern dabei zu helfen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Erlassen wir bis zum 18. November 75% der Anzahlung für den Casino Heist. Zudem gibt es Gerüchte über eine mögliche Diamantenlieferung, die im Tresorraum des Casinos zu finden wäre. Also wäre. Und außerdem in dieser Woche in GTA Online. Erhalte 1 Million GTA-Dollar als Bonus. Es entspricht einfach nicht eurem Stil, mit anderen zusammenzuarbeiten, um einen gemeinschaftlichen Gewinn zu erzielen. Jeder, der zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 18. November GTA Online spielt, also bis nächste Woche Mittwoch, erhält einen Sonderbonus in Höhe von 1 Million GTA-Dollar. Loggt euch zwischen dem 19. November, also erst nächste Woche Donnerstag, bis zwischen dem 19. November und 25. November erneut ein. Also 25. November, also erst übernächste Mittwoch erneut ein. Um die 1 Million GTA-Dollar abzuholen, gerade rechtzeitig, um eure Finanzen zu den bevorstehenden Feiertagen aufzubessern. Und es gibt auch Doppelbelohnungen für den Story-Modus, also für Casino-Story-Missionen. Und um Taoshen dabei zu unterstützen, die aggressive Angriff des Ölmagnaten Abby Duncan abzuwehren, um das The Diamond Casino vor Schäden zu schützen, erhaltet ihr in dieser Woche doppelte Belohnungen für alle Casino-Story-Missionen, wenn ihr die Missionen als Host abschließt. Schaltet ihr die Ausrüstung, Missionen, Sicherheitsinfo zu den Casino-Heist frei,
und euch dabei hilft, den Lade zu schrubben. Also, ich bin aber natürlich auch sehr, sehr gespannt und es kann jetzt wahrscheinlich sein, dass in der nächsten Woche oder es kann auch sein, in den nächsten Tag oder es kann ja schon in der nächsten Woche passieren, dass ihr neue Screenshot bekommen habt. Wahrscheinlich kann es passieren, dass wir erst nächste Woche bekommen oder in den nächsten Tage oder Wahrscheinlichkeit erst morgen sogar bekommen, am Freitag. Ist aber 21 Uhr, aber wahrscheinlich werden wir dann auf News wahrscheinlich am Freitag bekommen oder wahrscheinlich erst nächste Woche. Vielleicht bekommen wir das Update wahrscheinlich diesen Monat, also wahrscheinlich werden wir das Update im Dezember bekommen. Und es könnte auch sein, dass wir das Update wahrscheinlich den 10. Dezember bekommen, also nämlich an einem Donnerstag. Und ja, wir sind auch sehr, sehr gespannt. Wahrscheinlich spielen wir mit der Flugzeug oder wahrscheinlich wird ein neues Karte sein. Wahrscheinlich Liberty City und bei Tresorraum. Ich habe heute eine MMS, also ein SMS. Also Nachrichten bekommen, also in-game, also in GTA Online, habe ich eine Nachricht bekommen von Tom's Connor, der sieht aus wie von Connor aus Detroit, Become Human. Und da hatte ich auch, wenn es zur Baustelle geht, also vor der Tour, wo das Pferderennen ist und wo der Casino ist, da habe ich das gesehen, da ist ein Wachmann und da ist ein Irrwachs gearbeitet. Die Baustelle ist wie im Juni damals so. Und es kann das sein, dass der Tresorraum wahrscheinlich eine neue Stadt umzog. Wahrscheinlich in Liberty City, Norddirekten oder San Ferio, wissen wir zwar noch nicht, aber wenn wir in der nächsten Woche und Tage, also in der nächsten Woche und Tage oder Woche, werden wir das sehen auf dem Roster Newsfire. Und ja, und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, klicke mich gerne unten auf den roten Button zu abonnieren. Sonst verpasst du nicht um das Thema GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLC und Vlogs und vieles mehr. Und ja, das war's natürlich bei Lukas Vlogs. Habe es dir gefallen, gib's einen Daumen nach oben. Wenn du nicht gefallen magst, Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Und wir sehen uns dann wieder. Wahrscheinlich bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.